Ich habe die größte Trampolinhalle der Welt gemietet, um meine Freundin, meinen Bruder und meinen Kumpel Yoshi in verschiedenen Trampolin-Challenges gegeneinander antreten zu lassen. Das Beste ist, bei jeder Challenge kann Geld gewonnen werden, aber nur der am Ende am meisten Geld gesammelt hat, ist der Gewinner und darf das Geld auch behalten. Challenge 1. Bei der ersten Challenge geht es darum, mit möglichst vielen Schaumstoffblöcken einen Backflip zu machen und für jeden Block bekommt man einen €. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Bist du bereit? Ja, oha, ey. 14 Stück und bist du zufrieden? Merle hat sich also mit 14 Schaumstoffblöcken schon mal 14 € erspielt. Okay, Yoshi ist an der Reihe. Oha, ähnliche Technik. Blöd, dass das T-Shirt schon eng ist. Ja. 7. Er quetscht sie zusammen. Damit ein Backflip. Yo, er hat alle behalten. Geil. Ja. 15. Das ist genau einer mehr als Merle. Ja. Also wenn ihr mal ein T-Shirt habt, was zu klein ist, dann macht das. Damit hat Yoshi schon 15 € auf dem Konto und als drittes ist mein Bruder an der Reihe. Du musst damit doch einen Backflip machen, gell? Ja, okay. Yo! Yes, Junge! 2, 4... 6, 8, 10, 14, 16, niemals! Wie viel hattet ihr? 14, 15, 16. Ach Junge, Alter! Also geht Stefan mit 16 € in Führung. Das war einfach erst Challenge 1 und es kommen noch viel krassere Challenges, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bei Challenge 2 muss jeder einen Salto von dem Trampolin in diese Dartscheibe machen. Das orangene Feld gibt 2 €, das gelbe 5 und das grüne Feld 10 €. Anfangen muss mein Bruder, weil er Schere, Stein, Papier verloren hat und... Nein! Dann ist Yoshi an der Reihe und er knackt einfach den Jackpot. Yo! Aber jetzt ist natürlich noch Merle an der Reihe und sie hat immerhin das gelbe Feld getroffen. Mit Yoshi in Führung geht es jetzt zur dritten Challenge. Bei dieser Challenge müssen alle gegeneinander ein Rennen quer durch die Schnitzelgrube machen. Und wenn ihr schon mal in so einer Grube wart, dann wisst ihr, dass es echt nicht leicht ist, da wieder rauszukommen. Jeder bekommt 25 €, aber für jede Sekunde, die er braucht, wird 1 € abgezogen. Das einzige Problem ist, dass Yoshi irgendwie verloren gegangen ist und deswegen musste Stefan da eine Durchsage machen, damit er wiederkommt. Yoshi, was hier bitte an die Schnitzelgrube? Ich wiederhole. Auf die Plätze, fertig, go! Junge. Und wie war's von der Anstrengung? Oh ja, machen wir nochmal, oder? Und was sagst du als Gewinner? Ja, easy halt, ne? Easy? Nein, ich mach's halt beim Touren öfter. Ah ja, okay, du bist quasi schon trainiert. Mit Merle ganz knapp in Führung geht's jetzt also zur nächsten Challenge, bei der man auf ein möglichst hohes Hindernis kommen muss. Angefangen haben wir mit 0,5 Metern, damit konnte man sich schon mal 2 € sichern und das war auch für niemanden ein Problem. Weiter geht's mit dem 1,5 Meter Hindernis und auch das war für Yoshi und Merle easy. Aber Stefan hat einfach die Höhe unterschätzt und ist wieder nach hinten umgekippt. Yoshi ist dann leider bei den 2 Metern gescheitert und nur Merle konnte sich weitere 2 € sichern. Aber bei den 2,5 Metern ist dann auch sie gescheitert. Merle ist also jetzt immer noch knapp vor Yoshi in Führung. Challenge 5. Diese Challenge ist ein Wettrennen durch den kompletten dritten Free-Jump-Bereich. Der dritte Platz bekommt 2 Euro, der zweite 5 und der erste Platz 10 Euro. Es gibt 3 Bahnen zur Auswahl, davon hat eine kein Hindernis, eine hat ein Hindernis und eine 2 Hindernisse. Und wer die höchste Zahl würfelt, darf sich die Bahn aussuchen. Stefan und Merle haben einfach beide eine 3 gewürfelt, deshalb durfte Yoshi, der eine 4 gewürfelt hat, als erster eine Bahn auswählen. Okay, seid ihr ready? Auf die Plätze! Fertig, go! Oh. Interessante Technik. Oh, oh, oh. Yoshi! Yoshi hat als Gewinner 10 Euro dazu bekommen und weil es bei Merle und Stefan so knapp war, haben beide 5 Euro bekommen. Jetzt kommen wir zur letzten Challenge, die darüber entscheidet, wer das Geld mit nach Hause nehmen darf. Und zwar geht es darum, wer in 20 Sekunden die meisten Saltos schafft und für jeden Salto bekommt man 2 Euro. Auf die Plätze, fertig, go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, stopp, es waren 15, 15. Und was sagst du zu der Leistung? Schlecht. Meinst du, die anderen schlagen das? Ja. Ah, werden wir sehen. Was denkst du, wie viel schaffst du? Also ich denke, einer in 2 Sekunden soll schon drin sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr, also ich sag mal 10. Auf die Plätze. Fertig, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, wow. 16. Wow. Wie schaffst du, Kollege? Boah. Ey, starke Leistung. Wenn es jetzt 18 macht, habe ich verloren. Wenn sie 17 macht, sind wir gleich auf. Ich bin gespannt. Auf die Plätze. Fertig, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stark. Ja, stopp, 19, Alter, nein, ganz Yoshi. Du musst hart sein. Scheiße, Mann, ach Mensch. Mann, Bro. Also hat Merle ganz knapp gewonnen und ist damit 83 Euro reicher. Vielen Glückwunsch. Nein, Digga. Nein, oh mein Gott.